Jo Leute, da sind wir wieder in Paititi und wenn ihr euch erinnert, habe ich am Ende des letzten Videos gefragt, ob wir mit der Hauptmission weitermachen sollen oder mit den Nebenmissionen. Danach ist mir eingefallen, dass ich eure Antworten gar nicht abwarten kann, weil ich nehme natürlich im Voraus auf und ja, wie auch immer. Ich kann natürlich jetzt nicht warten, bis die Antworten kommen. Also habe ich mal die Entscheidung getroffen, dass ich mit Nebenmissionen in Paititi Ah, weitermache. sunachle ich batelo, tu katene ni polal, yoksal tu lakal bas tabetach. Kann das sein, dass er irgendwie ein bisschen angepisst klingt? Ich will hier nur helfen. So, da würde die Hauptmission weitergehen. Und wir gehen jetzt mal raus ins Städtchen. Und dann schauen wir mal in die Nebenmission. So. Und da haben wir immer noch die Uralt-Mission. Hallo. Ja, das ist doch so sinnlos. Wenn ich mit der Maus aufs Spiel des Toten gehe, zeigt er mir es an. Wenn ich auf die Sub-Aufgabe oder so gehe, dann schwingt es wieder auf mich. Naja, wie auch immer. Also Pisco den Toten wollen wir finden. Dazu müssen wir aufs andere Ufer. Und dann so. Hier kann man ja auch nicht rauszoomen, um sich die ganze Karte anzugucken. Also irgendwie aufs andere Ufer und dann so ziemlich nach links, links oben. Ja. Tun wir das mal. Na, da war wieder so ein Übergang, der so einen Ruckler verursacht. Mich mal interessieren, ob ihr das auch habt in Shadow of the Tomb Raider. So trotz guter Hardware, dass dann an bestimmten Stellen diese Ruckler kommen. So, da sind die Jaguar-Krieger. Da kann ich jetzt nicht hin mit meinem Outfit. Wollen wir auch nicht. Wir wollen ja Pisco den Toten finden. Le Coyote. Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind Sie in Gefahr? Ma, leachkananovo sahakunskovo. Vale, tutanke milove, kuchinkov jetel tunich leachkananovo. Sieht jetzt nicht aus nach dem besten Stadtviertel. Aber ich lasse hier trotzdem mal was mitgehen, ein bisschen Holz. Ist ja warm genug hier, ne? So. Da ist noch ein Fell. Nee, hier sind wir ja zu weit.
Wieso hängt denn da so ein lila Frosch? So. Gucken wir nochmal. Okay, wir sind da ein Stück hoch. Und dann so rechts rum. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ein Stück weiter hoch. Ich merke, ich sehe. Missionsgeber entdeckt. Aha, also da, wo wir eh jetzt hin müssen. Ja, regt euch nicht auf. So. Da. Ich muss vielleicht mal demnächst zurück in die andere Stadt, um zu gucken, ob es da Dietrich gibt. Bei den Händlern. Bist du Pisco der Tote? Gubaktala Wiken. Taktung an Chachmash Baktal Ilik Pisco. Kimenesh Shan Ishik? Nein. Du bist also Pisco der Tote. Pisco. Ukos Legium Zilovo. Ich bin Lara. Lara. Humpel Hatsutskaba. Lara, hm? Ma Kimenesh. Du auch nicht. Why? Bey. Janilin Kimesalt in Palile. Lebetike visa ben witzjete lenu bexajo. Zocke sabich. Vale. Aber du hast überlebt. Tenin winkilal. Kimenenu tialin lagzilov, jetelinetailo. Kinkustal jeteletakunesaku patalteno. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Letikat kak bash, kumpel bash al katunti nachaltach. Maja valjanteni. Vale, jetelu zol al tin nachaltik lebakil bulo. Was für ein Spiel? Zigbal nen jetel hotul, tohol chintan mako. Ui, aui, ujitzatil jetel, alten basten tschech taki. Beitu no, kinzig tetsch lebakil bulobo. Das werde ich tun. Gut, dann spielen wir ein Spiel und reden mit 5 Verstoßenen und finden mal raus, warum der Junge, der uns den Auftrag gegeben hat, rechtmäßig dieses Spiel verloren hat. Ja, seine Würfel. Ja. Hallo. Bishaveli Shik, Helanin Willik Huntul, Itzulul Kolel Waye. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ach, Pisco. Utsulubultem. Hast du andere Fremde gesehen? Chen Huntul, Kitschkelem Kachil, Utsjetel Jutsil Mak, Et Jakuntaba, Vale, Humpel Jakunach Maunahi, Makamben Kujalik, Umutschkilitsch Kunesahil Kukulkan. Wie schrecklich. Tut mir leid. Patenki mir, kaschente poco. Du ospel kinile, tinka mach le kimilo, le tunka tu kaschten, le zulul mako, du watchen jetel tut saken. Wer war er? Ma in wohel bishukabai, sokuman jabhab, paleke shika in kaile, jankin kimbin shimbal te pukubo, tu shanukule kondor, sole kin moli kukumob. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Nibolal Jola Wuyi Kenishik.
Okay. Inwiefern soll mir das jetzt weiterhelfen? Da links unten. Komme ich da hin? Hier runter. Das geht. So, wieder rechts. Le Coyote, Hop Human to Patch Le Pune, Vale, Le Pio. Juntun Sakbalche. Hallo, bist du ein Verstoßener? Hey, Chic, Bichabel. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Why? Machen Humpeli, Uchachile Jabjani. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Bien beklau. Kache kolnalen. Bale maujumilen le gustal bello. Helanin guji kimba. Kunakalin bol jetel. Bukaj palov unaj. Kachin betik jetel. Bashop kupatik in kuchkabalil. Kain betej. Tzoke. Timpatak ka. Tinkastak imbel. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Ma, ishik. Hunmuch. Humpel Akabe, Okop Hanal Tinkol, Tupepe Chatop Tulakal, Mishbal Timbetaj, Chentin Wilahov, Tintuk Lachtune, Hunbuch Capibaro, Tulakal Sakop, Kustun Kain Zonobi, Kustun Kahawak, Inmeyaj Tikashe? Und hast du es gemacht? Humpel Bal Hach Uts Tubetaj, Tentin Kustal, Injumetu Tokak Tentulakal, Tutsak Lepasel Tinkiko, Balemakushin Algeni. Bechlae Achtsonen, Sak Paimo, Ujalalten. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Nib Ola, Lichik. Okay, jetzt müssen wir dann nach oben. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hey, geh doch mal, wenn ich mit der Maus dahin klicke, dahin. Das ist, diese Karte ist so. Dezimaler Absturz. 1 von 3 Kipus heruntergeholt. Was ist denn ein Kipus? Und wie hole ich die runter? Ich kann ja hier nichts. Kein nix runterschießen oder so. Das müsste so. Hier so sein. Wahrscheinlich unter mir. Ach, da. Nee. Das ist zum Rumhangeln. Ich guck mal, ob hier eine Etage weiter unten irgendwas ist. Könnte ich hier... Wo ging es denn hier nochmal hin? Ach, da sind nur Rohstoffe. Die kommen halt auch immer wieder. Also wenn man die abbaut und dann später wieder hier hinkommt, sind sie wieder da. Man sollte also im Laufe des Spiels keine Probleme bekommen mit seinen Ressourcen. Auch nicht auf Speer. Hm.
Ishik, akat wa awui, humpel zik bal, humpel kusik baltik in nakachili. Lieben gern. Zoka willig leche no, jante kajo. Masima, awohel wa bashtem, tijan optelo. Nein, warum? Huntena ke jan chakton, huntul ishahao. Huntul kolel, hach kuyubi kubanok bal. Tuyalak kapanak, lechenob helo. Tialo yili kuyochel, lekin manak, ichile kajo. Jumpel kine. Sholak jignal jumpel, lecheno kajok, juntul kayi. Hach kushignal leti. Ikil yukbal lejao, makbechal uyilik uyocheli. Leisha jawo, tuyotak uchuk le kayo. Bale jalkajig, lup ichile cheno kasatig. Sie verschwand? Ichilu yuchul kashane, kashantap yabach, behov ichil lechenovo. Vale, mishpikin kashantap leti, kuyalale, leish ahawo, la eliti yane, tan uyilik, uchukik le cayo. Danke, eine interessante Geschichte. Das Becken. Oh. Kolkis Rettung ist hier. Die Höhle durchsuchen. Das ist jetzt eine andere Nebenmission. Ob wir jetzt zufällig reingerutscht sind. Aber das macht ja nichts. So, ich notiere mir das wieder. Das ist jetzt Kolkis Rettung. Und ansonsten hatten wir die Nebenmission Pisco. Piscos Würfel. Pisco der Tote. So. Okay, das wollen wir nur aktivieren. Sieht ja nett aus hier. Wie eigentlich alles in dem Spiel. Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt, ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Okay. Gehen wir denn zuerst lang? Nee, das ist wahrscheinlich Herausforderungsgrab. Ach, da geht's zum Grab. Und hier verfolgen wir die Nebenmission oder was? Dann mache ich erstmal die Nebenmission. Labyrinth. Kolki! Kolki! Glatt bei
Tal colquitan hal captic leulacabo, maico hel cachuabalam catuni, tu exactin takin, bishin gualiguama. Una cachil poma, ukilich con esa hel cuculcan, ubabah bello, el ulchai de chotzil el cu. Kimes mil lezulul macobo! Ilesh, lezulul col el cucastic, cuculcan, castish, kimesesh, macapei, oltikesh. צבאיש עצון שתן אל קובין יעני קשתיקון לקקס בעל צ'או מנה צבאיש יעני קשתיקון שתלש כים וגנל צטנטש אפיליק נוויצ'ש וואן יעבונה חצ'סאב צבאיש גרבה ובבח ביו אלו צ'יינטה צ'וציל אל קוקולקן. Ah, das geht gar nicht. Blöd. Ah, verdammt. Ah, da kommt noch einer. Ja, wie kann ich das? Ich hab noch Feuerfall. Ich hab keine... Ja, schade, ich habe keine Ressourcen, um andere Pfeile herzustellen. Ne? Echt viele, Mann. Super viele. Hört ja gar nicht auf. Ich vergesse mal, dass ich ja mit dem Bogen auch schnell schießen kann. Ah, jetzt habe ich die Zeit Zeit verlangsamt. Das habe ich ja bisher noch gar nicht so gerafft. Das war mit F3, glaube ich. Ach. Und eben hatte ich so eine Zielabfassung. Was ist das für eine Anzeige? Das ist natürlich jetzt gerade mal eine gute Stelle, um verschiedene Kampftechniken eigentlich auszuprobieren. Da eben nebenbei, nebenbei ein paar Pfeile herstellen. Also die... Offensichtlich, je langsamer die Zeit ist, desto schlechter spiel ich. Oh. Also die Zeit verlangsamen hat mir kein Glück gebracht. Ich war wohl nicht fokussiert genug. Ach, muss ich jetzt alles nochmal machen? Na gut. Hey. Oh, falsche Taste.
Kolki! Kolki! Kolki tan halkapti tle ulakabo. Maiko helkach huabalam katuni. Tu itzak tin takin. Bishin wali guama. Unach kachil poma. Ukilich kunesa helku kulkan. Upek. Das ist so eklig. Das ist doch nicht schuld. Kimes bille zulul makobo! Ilesh! Leitzulun kol el kukash. Tesh! Kimeshesh! Makapel! Oltikesh! Jetzt habe ich die Zeit verlangsamt, genau. Das war doch ganz hübsch eigentlich. Oh. Voll erschrocken, ey. Ketzamukeesh! Winkilal, Jettel, Winkulal! Ma'alo! Jetzt haben wir eine Schutzpanzerung. Ketzabawalkilal, Beyokelu Chaikotzilil Kukulkan. Hey, wo läufst du denn hin? MCS Leakobo, Patik in Hanilik. In Majma, Oye, Gustav! Ups. Kubabach Bello, Peluchaite, Chotzilil Kukulkan. Ja, verdammt. So ein bisschen. Fuck. Machini keshu lak le kulof betzava. Minzo kubin in walik. Yani kashtikon le kakas baal cheo. Diese Fässer, die kommen immer wieder. Das ist ja fast zu einfach eigentlich, ne? MCS Leakobo, Bantik in Hanilik. Wieso kann ich denn da keine Leichenfallen daraus herstellen? Mir fehlt die
Dingsbums fehlt mir. Na, wo seid ihr denn? Kann man jetzt die Stimmen her? Matubeite la takika bach taktupikan il habob. Maschane pigiantelo. Okay. Ja, schade, dass ich kein Material für interessante Pfeile hatte. Hier noch irgendwas zu entdecken? Sieht nicht so aus. Einfach ein netter Kampfplatz. So, ja, jetzt muss ich natürlich hier noch die ganzen Leute looten. Der arme Vogel hat nichts dabei. Was ist das schon? Sieht so aus. Ja. Das Grab spare ich mir fürs nächste Video auf, weil wir waren ja eigentlich dabei, das Rätsel von Piscus Würfeln zu lösen. Und da möchten wir ja jetzt wohl gern wissen, wie das ausgeht, nicht? Also paddeln wir mal zurück. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Das klingt ja spooky. Jetzt ist die Mission gerade nicht aktiviert. Muss ich das erst machen? Hier, Spiel des Toten. Leute, wieso ist denn das jetzt nicht? Wieso wird das jetzt nicht angezeigt, wo die sind? Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nee. Habe ich nicht richtig aktiviert. Okay, einmal da so links. Und ihr müsstet mal meinen Hund sehen. Sehr tiefenentspannt. Hm.
Irgendwie hier. Du. Hallo, Pisco schickt mich. Hatschkach? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Maishik, doch holchinta, wenn jo olin walik uhachil. Chenle tin kebano. Was ist passiert? Unachin walik mein will mich huntul isch zulul koleli. Mich schmack oke sach oltik uhachil. Mich beginn utig. Welche Fremden? Was no kop zolle helanu kulbate lanjantiop. Kutakikop kantun. Tingo lachtile much. Kilech kunesahil. Jolle kantun jetel zulul makobo. Tohol chintaben jol tus nachen. Tus? Le kantun otiale diop. Humpel kineyanu jilal. O kapela kile much. Kilech kunesahilo. Und was machst du jetzt? Tulaka luke sapten ishik. In kuchil impachtalil. In kaba. Vale bello nahu yuchulo. Jolin willig minan balin belal. Hast du jetzt eine? Bey. Ikilin kanantik le manilo, tinguantik le kintzil makuchuko. Uchibali shahau unuratu, uhajal halachilo, paititi. Male u kilich kunesahil kukulkan. Tulakal bash king willig. King willig yetel tulakal bash in wohele. Tialin guantik le kushul batelo. Eine gute Sache. Kintustik makobo, koltik le kantun sub utalesik le zulul makobo. Mantatskupatik ob humpeli li kuchil. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Welchen Titan ist ich? Wie, noch zwei? Das ist doch nur ein Kreis. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich irgendwie... Was ist das denn? Was soll denn ich da runter muss oder soll ich da hochkraxeln? Das glaube ich eigentlich nicht, dass ich da lang muss. Okay.
Belechelan, bis in tan oldig gitsche. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Beishik, Chaska. Ich bin Laura, Pisco schickt mich. Pisco lekimene, tu tuste chwaye, chechel tabech tu basha lil patoli? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Helanin willig matuyotach bashalta wetel yolali? Tut er. Ah, malo, chenku pachtal in walik teche. Toholchin taben, hebisch Pisco. Luke sabten meyach, yetel zelkun exaben. Vale, mayol humpel lobili, yol humpel baltim betach, yetel helin kabetike. Was ist passiert? Techi jana palal? Nein. Mischten, ma, mauts olta ben tu melichel, vale, en shunalile anchach ostul, upalal sole, ten usch alansahil tu ostulil. In yamob bein tialobe, vale zel kunesaben. Was hast du getan? Okolen, Lara. Was hast du gestohlen? Humpel lech kalil jade. Warum? Callar al eutúpilo, tu gilagle lechka, cabinón eximbal, juntuletai, tu chag, yankach uchukul, yankach utohol chintal, sole chenchan chupal, tinwalaje tenchaej. En shunani le tujan paitachten, le leshkalo, tu puchag lum kashikij, tohol chintaben yol lelo. Das tut mir so leid. Maulubula woltin wolal. Waka kabecha ke, kelin kabetike, kayara, tu chah unat sole, beglae uts kushlik, tene, beglae uchuyen ischel, hebish ukan silen inae, in kayara, yankin kutal, ushimbalten. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Schick te chuzili schick. Das sind aber alles eher so deprimierende Geschichten. So. Einen Verstoßen brauchen wir noch, aber auf der Karte ist nichts mehr eingezeichnet. Also weiß ich nicht, ob das jetzt einfach... Ah ne, da kommt jetzt was. Okay. Karte 1. Bis fast kurz vor die Brücke und dann links. Okay. Das ist ja interessant, war ich hier schon mal. Das kommt mir so unbekannt vor. Das ist ja nice hier. Sieht aber auch irgendwie alles anders aus jetzt mit neuer Grafikkarte. Wie schön blau das Wasser ist. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Besonders gute Sicht hat man hier ja nicht, muss man sagen.
Jetzt hier hoch. Wieso wird denn das jetzt wieder nicht angezeigt? Nervt. Komm schon. Hallo. Nee. Jetzt wird's angezeigt. Prima, Janmash Kuchik. Eine Verzug in der Ladezeit. Hallo. Hallo. Bishabel, Echlara, Masa? Pisco Tustech. Stimmt. Morika, Sokkate Ninguyik, Akababe Hlaelara, Le Achkilich Kunesahobo, Uyaliko Bakaba, Tech Kajes. Lesas con ajesilo, techkasht, ujekalab chakchel. Das habe ich. Maujikabajelanil, Janili uyuchul lemiso, unaj ekhetzik, kapatal tebeya gua ekhel chunul. Das ist keine leichte Entscheidung. Taguyak rimak, uye yalubel yokolkab, machenchabili, letie utzulubulten. Beilara. Machenchabili, guacujetzik ukilichkun ajilku kulkan, kupalistik tulakalon jetel, yanuyala leyolukanantikon. Maguabe jirimak? Letio oli matutan. Lekilichkun ajilo, kubetikop tumen sakajop. Angst wovor? Sahak tibash jantankabil, tikeshel. Vale, tibashop sahak tankabile, janshan guay ichilone. Le kustambalo le tile sahakilo, malekeshelo, tumen le lo mantats kuyuchul. Tukaten nayalin wolrimak, le shunana minukat, umangua bashu tialumeya, ja, verkauf mir was, bitte. Dietricher. Yes. Da sind sie ja endlich. Ja, sehr sicher. Tikik oltech. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Aufstiegswerkzeug. Modernes militärisches Gerät zum Seilklettern. Wird zum schnellen Bewegen an Seilsträngen und am Abseildraht sowie zur Zerstörung dicker Seilbarrieren benutzt. Okay. Kauft. Laservisier erhöht den Zoom-Faktor plus Zielpointer. Anwendbar für alle Gewehre. Wir haben einen Zoom. Furchtfeule. Giftgranate. Nee. Ja, das Laservisier nehmen wir natürlich. Okay, nicht genug Goldstücke, dann verkaufen wir mal was. Kikik Oltech. Jutsurkin. Zwei Stück. 20, 20. Da kann ich noch ein bisschen was von verkaufen. Vielleicht. Kikik Oltech. Das auch. Ne, Moment. Da habe ich. Ach so. Ah. Da habe ich nur 3, da habe ich 6. Okay. Nip Olal. Da haben wir 4. Jutsurkin. Da ist auch einiges. Nip Olal.
Hikik oltech. Fälle. Nip olal. Oh, da haben wir viel von Pilze. Hikik oltech. Da auch. Nip olal. Da sind wir ganz voll. Jutsulkin. Kikik oltech. Ja, da haben wir nicht viel von, aber Holz haben wir viel. Nip olal. Und Tuch haben wir auch viel. Kikik oltech. Okay, mal schauen. Ja. Dann nehme ich noch das Visier. Nip olal. Ich tendiere doch fast dazu, einfach alles auf den Kopf, alles zu verkaufen, damit ich genug Kohle habe hier. Mache ich jetzt auch, scheiß drauf. Jutsulkin. Nip olal. Kikik oltech. Jutsulkin. Nip olal. Kikik oltech. Jutsulkin. Kikik oltech. Nip olal. Kikik oltech. Jutsulkin. Kikik oltech. Nip olal. Kikik oltech. Nip olal. Kikik oltech. Nip olal. Okay. Dann kaufen wir uns noch das Outfit. Jutsulkin. So. Und ja, die Pistole, was soll's. Klamotten sind mir wichtiger als Waffen. Wozu brauche ich mehr Feuerrate? Nee. Lieber was Schickes zum Anziehen. Ich will ja auch mal ausgehen bei Titi. Aber wie geht's denn jetzt weiter mit Pisco? Pisco oder wie auch immer man ihn ausspricht. Hier so ein Stück rechts und dann links hoch. Und was haben wir denn hier? Gold. Okay. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja, die typische Studenten-Hippie-Tasche, würde ich mal sagen. Studenten-Ethnologen-Tasche. So. Story abgeschlossen. Alltag der Inka, okay. Schatz drin. Das ist ja spannend. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen.
Freeze. Und jetzt geht's wieder. Echt, ich weiß nicht, ob ich einfach nur extrem Pech habe. Oder ob es anderen auch so geht. Jetzt muss ich wieder ordentlich sammeln. Ist hier noch irgendwas Nützliches? Nein. Gold. Irgendwo hier ist Gold. Wie komme ich da an die Kohlen? Naja. So, ich bin Pelkin Hatch Jan Mejach. Hach, Kukulkan Tujalach Janubinto. Und Utsil, vale. Ja, vela. Dann gehen wir mal zurück zu Bisco. Pisco? Zockazi Baldietelob Massa? Ja, hab ich. Vale, leli ma anate. Sie hatten alle Hoffnung. Ja, naziku hachi la wolwa akat, anachalt le bachalo, Lara. Machena lab olali, tulaka le tohol chintabobo, tanojo kolob, tanil tutum ben kustalob, kesbello. Sogar du, Pisco. Bei, teno hach malob, ach bachalil patoli wei paititi, malob tile kimena. Ganz und gar nicht. Bistun tukaten. Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Hatsch bei, Lara. Hatsch hechel da wohl makimenechi. Takiyekin tu klike, tu petach lebaki, bulobo, tumen minanchach kintaktik, vale? Maleti leachinik lebakil bulobo, betik unachalmak, uitzatil pol le achbashalo. Das sehe ich jetzt. Maschka tu klik yolal, schat kunsan moreka. Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, leti ja bachalu jochelischik. Tukuchil ukonole, jabhat ut nuklop jani. Nuklop chen jumzilop kahot mahil. Ich weiß. Tutsach tech ut tumenkulan. Letiesu kuhokol, paititi kilubin ucha shokil ukonol. Sie war die optimistischste. Bei, leti. Paititi janton humpel tukul. Juntul make leti beti kubel. Matubeita lek jejik bashop kunuchul. Chen le balop ek betiko. Kumpel balunach ukanik taki. Hatsch malob. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Und
Das ist doch beschiss. Ich dachte, wir sollen hier ein Rätsel lösen. Es war einfach nur Rumgelatsche, ein paar langweilige Geschichten anhören, fertig. Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Das ist eher eine Enttäuschung. Ah, jetzt können wir das endlich aufmachen. Unsere erste Schatztruhe. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen, seine Krallen entglitten. Warte ich auf dich. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. Und sie guckt nach links. Hat das was zu bedeuten? Oder kann ich... Irgendwie ein Baum mit Kratzspuren drin oder so? Was sind das denn hier für Männchen? Das sind das Vögel oder was?
Über einen Baum. Ist das mit den Monolithenrätseln? Kann man die auch später noch machen? Ist ja jetzt blöd, wenn die mir stundenlang beim Suchen zuguckt. Ich würde jetzt hier eigentlich auch gern erstmal Pause machen. Und wir haben jetzt zwei Nebenmissionen abgeschlossen. Und dann haben wir noch das Grab, was wir demnächst machen können. Das ist doch ein gutes Thema fürs nächste Video. Also bis dann. Kleiner Nachtrag. Ich habe ganz vergessen, dass wir die Würfel ja auch noch zurückbringen wollten, stimmt's? Und erst dann ist diese Mission zu Ende. So. Wir laufen also mal so rechts rum und dann entlang des Ufers. Ui, toco guapo. Oh, sorry. Für dich, hier bin ich in der Sackgasse. Wer sagt das? Ach, die. Ja, nee, danke. Eine Färberei. Neues Basislager. Ja, mei, nach all der Zeit gibt es hier noch so viel zu entdecken. Wo ist es denn? Ah. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. So, wollte ich nur aktivieren. Mal kurz da hoch. Wegen dieser interessanten Brücke hier. Da komme ich gar nicht hin. Kann ich von hier hinspringen? Nee, schade. Okay. Ja, das ist er doch gewesen, oder?
Ich hab deine Würfel, Taki. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Gern geschehen. So, jetzt ist die Mission erfüllt. Also, schönen Tag noch. Bis dann.